Die Emmy Awards sind eines der glamourösesten Events im Showbiz-Kalender. Allerdings konnte auch in diesem Jahr nicht jeder Star mit seinem Outfit überzeugen. Schauspielerin Aitza Gonzalez wählte ein rosafarbenes Kleid mit einem schlecht sitzenden Ausschnitt und einer rosafarbenen Boa als Umhang. Fallout-Star Moises Arias verwunderte mit seinem scheinbar von Ausbruchskünstlern inspirierten Kettenlook. Ebenfalls nicht überzeugend wirkte der Reservation Dogs-Star Devery Jacobs mit ihrem dramatischen weißen Tüllrock über einem weißen Hosenanzug. Anzug oder Kleid? Hätte sich The Gilded Age-Darstellerin Carrie Coon doch für nur eins von beiden entschieden. Hier hätte Bügeln wohl gut getan. Hemd und Hose von Fallout-Star Walton Goggins wirkten unordentlich und schlecht sitzend.